Die Serie 5 und 6 von Sim wird oft als der Einstiegslevel von Sim bezeichnet. Ich finde, das wird der Serie nicht gerecht. Es sind relativ viele Modelle, die alle sehr unterschiedlich sind und die ein ganz breites Spektrum abdecken. Ich möchte die vier, die in meinem Besitz sind, in den folgenden Videos vorstellen. Dieses Video wird einen Überblick über die Gesamtserie geben. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Heute soll es um die allgemeine Übersicht über die 556 Serie von Sim geben. Nicht nur die Uhren, die im Angebot sind, ich werde die hier entsprechend zeigen, sowohl als Bild als auch Beschreibung. Nein, auch die Sondermodelle und die nicht mehr zur Verfügung stehenden Modelle zeigen, wie unglaublich breit diese Serie aufgestellt ist. Es gibt aktuell die 556i mit den Indizes, auf Wunsch auch mit rotem Sekundenzeiger. Es gibt die 556a mit den analogen Ziffern. Es gibt die mit dem blauen Sonnenschliffziffernblatt. Es gibt die mit dem braunen Sonnenschliffziffernblatt. Es gibt sie mit weißem Perlmutterziffernblatt und mit schwarzem Perlmutterziffernblatt. Wenn man ein klein wenig sucht, findet man auch das graue Ziffernblatt der Jubiläumsedition von 2016. Alle anderen Versionen, die für den japanischen Markt waren, die limitiert waren, die Auftragsarbeiten waren, werde ich euch unten in der Videobeschreibung zeigen. Die 556 ist eine der kleineren Uhren von Sim mit einem Durchmesser von 38,5 mm und einer wirklich vertretbaren Bauhöhe. Genaue Daten unten in der Videobeschreibung oder auch hier im Video selber. Die Uhr reicht von elegant über sportlich bis, entschuldigt den Ausdruck, saulässig, deckt alles ab und lässt sich durch unterschiedliche Bänder extrem variabel gestalten. Heute möchte ich euch die Uhren zeigen, die ich habe. Einmal hier im Bild, auch nachher noch kurz als Videoübersicht. Und hier die Uhren, die aktuell im Angebot sind, die ich aber nicht besitze. Und ganz am Ende des Videos werde ich noch einige Bilder zeigen von den Modellen, die auch zur 556-Serie gehören, aber entweder nicht direkt bei Sim bestellbar sind oder generell nicht mehr bestellbar sind, weil es limitierte Editionen waren oder Auftragsarbeiten. Und in den folgenden Wochen kommt dann jeweils mittwochs ein kleines Video, ganz speziell zu den vier Sim-Uhren in meinem Besitz. Ich werde alle Uhren an unterschiedlichen Bändern zeigen, sagen, was mir am besten gefällt und warum ich genau diese Uhr auch noch haben musste, obwohl ich ja nun schon die ein oder andere 5 und 6 hatte. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen. So, das sind die vier Modelle der 556-Familie, die ich in meinem Besitz habe. Jede dieser Uhren werde ich euch noch einmal in einem separaten Video vorstellen, deswegen hier nur ganz kurz. Das ist die 556i mit dem roten Sekundenzeiger, was der Uhr in meinen Augen einen sportlicheren Touch verleiht. Die Uhr, die wir hier sehen, ist die 556 Jubiläum, die ich für eine sehr, sehr noble Uhr halte, an einem Split-Eulit. Und die will ich euch auch separat vorstellen. Hier die Uhr, die für mich die lässigste Uhr überhaupt ist. Das ist die 556i mit dem blauen Sonnenschliffziffernblatt. Am Original Sim Feinliederband. Auch dieser Uhr werde ich ein separates Video widmen. Und zuletzt eine Uhr, die ich für sehr nobel halte. Und das ist die 556i mit dem braunen Ziffernblatt. Der offizielle Name ist IM. M steht wohl für Mokka oder Maron. Und man kann hier wunderschön sehen, dass das Ziffernblatt ganz leicht bräunlich changiert, aber deutlich weniger als das der blauen. Insofern ist diese Uhr etwas vornehmer, etwas zurückhaltender und trotzdem sportlich. Aber auch hierzu gibt es ein separates Video. Das ist der Appetizer, das ist mein Ausschnitt aus der breiten 556-Familie.
Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Bilder von der 556-Familie, die es nicht mehr gibt oder aber die es hier in Deutschland nie gab. Wirklich sehr interessant, was Sinn da gemacht hat. Nicht alles mein Fall, aber der Vollständigkeit halber finde ich es sehr interessant und möchte euch das entsprechend auch zeigen. Viel Spaß dabei!